Hallo und herzlich willkommen zur 214. Folge, glaube ich, von Project Unstable 4. Ja, das letzte Mal. Es ist natürlich wieder Nacht. Das letzte Mal hatten wir die Quantum Query hier fertig gebaut. Und angeschlossen. Es ist mittlerweile eingetreten, also es war eingetreten, was ich vorhergesagt habe. Strom wird dann teilweise noch minimal produziert, weil der Netherstar Generator keinen Netherstar mehr hatte. Ich habe jetzt einfach nochmal ein paar reingeballert. Also wir haben jetzt noch vier Netherstars drin und einer ist noch im Prozess, also fünf habe ich reingepackt. Und ich habe auch mal die Transceiver ausgeschalten und so weiter und so fort. Das Ding war eh durch. Es hat im Endeffekt nur noch die Dimension Transceiver mit 20 F pro Tick gefüttert. Und das Lustige ist, die Maschinen da unten erzeugen mehr als 20 F pro Tick. Wissen wir ja. Selbst wenn sie nur normal laufen und es den Rainbow Generator angeht. Das heißt, bis auf den Netherstar Generator sind alle immer angewiesen und haben ein bisschen über 20 F produziert. So, keine Ahnung, ich glaube 30 ungefähr. 30, 40. Und dann hat es immer wieder angeschaltet und ausgeschaltet, die Generatoren immer wieder. Praktisch ein bisschen. Kaum war es drüber, wieder eine Schwelle, ist wieder drunter und die ganze Zeit an, aus, an, aus, an, aus. Ja. Super. Gut. Jedenfalls ist das die Ausbeute. Von. Hätte jetzt gesagt, nicht ganz 24 Stunden. Paar Stunden. Also nicht paar Stunden. Halt. Ja, keine Ahnung, bis halt die ganzen Dinger durch sind. Keine Ahnung, wie ich es alles sagen soll. Jedenfalls haben wir einen Haufen Zeug bekommen. Wir haben auch Ember bekommen, wo ich mir noch unsicher bin, ob ich dafür extra einen Drawer machen will. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich die einfach so lassen. Ich denke, davon werde ich nicht so viel bekommen. Und ja, wir haben Pitcher Plants, wir haben Bean Sprout. Ich weiß nicht, was die Pitcher macht bis heute. Ich bin aber auch zu faul, um es nachzugucken. Genau, die Erze haben wir schon alle aus. Eigentlich alles, was wir hier drin haben, können wir theoretisch jetzt im E-System packen. Beziehungsweise ins Dingens. Ich überlege gerade. Ich bin halt am Überlegen, wir könnten Folgendes machen. Wir könnten das. Ich war jetzt Folgendes am Überlegen, ob wir das ein bisschen trennen. Dass wir sagen, wir schließen das an den Draw Controller hier, die Quantum Query. Und haben dann die Möglichkeit, dass wir praktisch alles erstmal als Massenspeicherung haben. Erstmal die wichtigsten Items, dass wir vielleicht nochmal kleine Drawer machen für die Erze und so weiter, dass wir die auch drin nicht speichern. Auch wenn sie halt sofort rausgehen, aber ist erstmal egal. Nur halt, ist ja genau wie hier oben der Dust. Praktisch nur, dass wir einen Zwischenspeicher haben. Für das ganze Zeug, dass es nicht ins MS-System geht. Und warum ist hier ein Minecart? Okay. Warum habe ich das Ding vergessen abzuschließen? Ich habe keine Ahnung. Kann sein. Kann ich das damit eigentlich transportieren? Warum heißt das Ding auch Mana? Oh mein Gott, warum war das da drinne? Strange. Okay. Dass wir halt das machen. Dass wir die Erze nochmal alle hier in den Drawer packen. Als kleinen Puffer, sag
sag ich mal, und das alles in hier reinpacken und den Rest erstmal irgendwo anders speichern. Um zu gucken, was wir alles bekommen. Weil dann... Ich habe halt Angst, dass wir irgendwie unserem E-System überfüllen, was wir eigentlich nicht tun sollten, weil wir alles ja schon drawn haben. Hier kommen halt ein paar noch einzelne Items, aber... Wie war das nochmal bei den ME... nicht bei dem E, bei den Ender.io Warehouse, ne? Da war es, glaube ich, egal, was für Items man hat. Ob man ganz viele hat. Es gibt nur eine insgesamt Anzahl, glaube ich, ne? Egal, wir ballern uns einfach ins E-System rein. Ist mir jetzt egal. Wir müssen nur vielleicht gucken, dass wir schneller rausnehmen. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie schnell wir waren. Beim Extrahieren. Auskist. Hier unten war die Kiste, ne? Genau. Ne, das ist nicht Kiste. Wo ist die Kiste? Wo war unsere Kiste, aus der wir alles rausnehmen? Hier. Okay. Ich bin... Ja. Geht schon gut los. Okay, wir haben hier unten ein Ding mit Extract und Item Control Speed. Cool. Moment. Haben wir hier Filter drin? Wir haben Filter drin. Das heißt, eigentlich brauchen wir gar keine Converts. Wir brauchen keine Converts. Folgendes. Machen das mit Transfer Nodes. Ach so. Okay, wir brauchen Condits. Ich bin doof. Aus einem einfachen Grund. Prioritäten waren das Problem. Okay, ich weiß wieder, warum wir das gemacht hatten. Extract. Das war Extract, ne? Always active. Okay. Okay. Gut. Nein. So, da. Okay, es geht mir halt zu langsam. Ich habe Angst, dass wir verstopfen. Ich meine, wir können es erstmal probieren. Probieren geht über studieren. Trotzdem doof. Ich meine, wir bekommen nur Erze. Eigentlich alles, was da reinkommt, kann direkt ins ME-System. Ohne Einschränkung. Das heißt, wir könnten eigentlich sagen... Achso, Enderlink. Wir könnten sagen, wir machen nochmal eine andere Kiste. Ja, wir machen mal nochmal eine andere Kiste. Machen wir aus Light Grey vielleicht, oder? Light Grey. Achso, ich bin doof. Soll ich vielleicht erstmal die Bags machen? Machen wir das mal. Light Grey. Sieht so ein bisschen nach Erz aus, deswegen. Damage. Wir haben mittlerweile so viel Diamantrüstung schon. Okay. Bup. Okay, dann machen wir einfach einen direkten Input, weil ich möchte gerne mit dem Stack-Upgrade und dem... Wie ist das möglich? Perfektes Beispiel von Serverlag. Toll.
Brauchen wir sonst noch was? Wir brauchen. Brauchen. Wie viele Transfer Notes möchte ich dran machen? Ich glaube zwei vielleicht. So, ich brauche noch Transfer Pipes, habe ich. Stack Upgrades. Okay, wir brauchen mehr Upgrades. Ich möchte gerne Stack Upgrades haben. Brauchen wir diese Dinger hier. Die waren. Na toll. Okay. Wir machen einfach mal einen Stack. Resonator. Das Ding. Speed Upgrades. Gut, lassen wir das mal ein bisschen ballern hier. Ich bastle in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen was. Wir brauchen Speed Upgrades. Wir brauchen. Wobei, wenn wir nur einen Block Abstand haben, glaube ich, brauchen wir nicht mal Speed Upgrades, ne? Weiß es nicht. Ich nehme auch noch mal ein paar mehr Transfer Notes mit. Wer weiß. So. Wo ballern wir es jetzt rein? Wir brauchen irgendwo einfach nur ein Input-Interface, wo wir alles reinballern können. Ich könnte ein neues Interface irgendwo dran bammeln. Das hier ist aber leer. Das Interface müsste ja am Standard-Interface, am Standardsystem hängen, ne? Ja. Und das sollte ja theoretisch über den Controller dann ins Lagernetzwerk gehen. Okay, wir. Unter. Wir überlegen uns einfach an das weiße System hier ein Interface dranhänge. Das war Storage Bus, ne? Genau. Wir können einfach an das weiße Ding hier ein Interface hängen. Wir müssten es halt an das Äußere hängen, nicht an das Innere, an das Äußere. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Problem ist, hier haben wir, glaube ich, zu wenig Channel, ne? Ich meine, wir hätten noch ein bisschen Platz. Ah! Natürlich kommt erstmal Gravel runter. So. Fuck, ich sehe nicht. So. Okay. Dann machen wir. Ich möchte die Kiste gerne noch öffnen können, damit, falls im Notfall irgendwas verstopft, dass ich da ran kann. Und sie öffnen kann. So. Warte, das ist doof. Wenn ich es woanders hin. Danke. Wir stellen die Kiste. Achso, ich kann von hier hinten nicht ran. Nein! Okay. Dann stellen wir die Kiste hier hin. Vielleicht. Ach, ist egal. So, machen wir es doch so. Ist mir jetzt egal. Bop, bop. Bop, bop, bop. Okay. Dann kommt hier Stack Upgrade. Ups. Okay, die Stack Upgrades sind im E-System. Stack Upgrade Nummer 1 erstmal wenigstens. So. Okay. Ich hoffe, das reicht von der Geschwindigkeit. Ihr könnt mir mal, wenn. Falls ihr eine bessere Idee habt, könnt ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Ich bin unsicher mit der Idee. Na gut, wir testen mal. Mensch. Ich brauche jetzt allerdings ein paar Dinge. Und zwar brauche ich einmal einen Storage-Bus.
Bitte. Ich brauche die Kiste. Und ich brauche einen IO-Port. So. Und vielleicht noch ein Quarzkabel. Also ein paar Kabel vielleicht und noch ein Quarz-Ding. Quarz-Kabel. Haben wir noch eins? Wunderbar. Machen wir es nämlich folgendermaßen. Wir bauen hier oben so ein kleines Ding auf. Das erste. Das Ding ist ja ausgeschalten. Und wir gehen jetzt auf Maxi-Mode. Und gucken mal, wie es funktioniert. Passiert da irgendwas? Ich glaube, ich brauche doch ein paar Speed-Upgrades. Ich meine, es ist ein Haufen Stein, aber trotzdem. Ich glaube, wir haben ein paar noch Speed-Upgrades. Ein paar. Warum nimmt die Transfer-Note nicht mit raus? Achso, weil es leer ist. Weshalb? Oder weil das eine Ding jetzt schafft, alles zu nehmen. Ich mach mal hier kurz weg. Ich will jetzt nochmal gucken, ob es hinterherkommt. Nein. 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 Okay. Gut. Die beiden sind also leer. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Wie gesagt, das ist jetzt die schnellste Geschwindigkeit, die wir haben können. Scheiße. Ein paar Erze haben wir jetzt zwischengespeichert, ja. Sollten aber mit der Zeit ja alle aufgebraucht werden. Okay. Es scheint zu funktionieren, so wie ich mir das vorstelle. Dann machen wir jetzt mal hier die letzten 6 Stück raus. Können wir hier rein. Okay. Also das Ding an sich funktioniert. Ich weiß halt nur nicht, wie es aussieht, wenn das zweite Ding mitmacht. Ob es dann auch noch was rausnimmt. Weil hier sehe ich es die ganze Zeit. Hier sehe ich die Items nicht mehr. Ich meine, wir haben eine Geschwindigkeit in dem IO-Port, der das komplette Ding innerhalb von einem Tick füllt. Also, ja. Sollte funktionieren. Sollte gut funktionieren. So. Machen wir es mir hier noch ein bisschen dazu. Jo. Ich habe doch keine Bedenken mehr. Ich will wissen, ob das rausgenommen wird. Naja. Okay, es sind nur die ersten beiden Slots, die im Endeffekt die ganze Zeit angegrabbelt werden.
Okay. Scheint zu funktionieren. Aber mehr Speed Upgrades kann ich gar nicht reinlegen, ne? Nein. Okay. Weg, 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 weg. Okay. Wir haben alles im ME-System jetzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier gucke, sollte ich einen Haufen Zeug sehen. Jo. Ein bisschen Steinchen. Wahrscheinlich auch ein bisschen Erzchen. Ja. Kopfohr, ein Ohr. Wunderbar. Die werden natürlich jetzt die ganze Zeit erstmal mein ganzes System hier verstopfen. Weil hier alles mögliche durchsäbelt noch. Vorteil ist natürlich, die Induction Furnace sind so schnell, dass ich anscheinend nur einen fülle. Jetzt hat er nochmal sich ein bisschen gefüllt. Ja, die Induction Furnace sind sehr schön schnell, damit wäre das nicht hinterhergekommen. Okay. Füllt er noch was auf? Ja, tut er. Okay. Ich meine, wir haben ja noch einen Haufen Erz. Wir haben noch 800 Kohle. Ein bisschen Eisen. Diamanten sind aber weg. So, das Quarz ist weg. Ich habe übrigens offscreen noch. Weil es mir aufgefallen ist, hier noch Charge Service Quartz mit dazu gepackt. Lapis sollten wir auch, über Lapis haben wir jetzt auch ein bisschen was. Okay, gut. Alles klar. Ich weiß halt nicht, wie schnell das Ding im Vergleich zu meinem System ist. Und die Frage, was ich mich auch noch stelle, ist, könnten wir vielleicht das anders automatisieren, dass wir es nicht mehr Segment machen, weil die braucht schon die ganze Zeit. Wir brauchen 3600. Und wir bekommen. Hoch. Wir bekommen 20% Kupfer. So, hier bekommen wir nur Crushed Gold Ore. Ja, da müssten wir über zwei Stufen gehen, um das gleiche Zeug zu bekommen. Das ist doof. Wir kriegen halt einen Bonus noch. Im Crusher bekommen wir Eisen. Okay, also man kann sich nach Mod anscheinend aussuchen. Will ich jetzt Kupfer bekommen? Oder möchte ich Eisen bekommen? Das Ding verbraucht 4000 F. In 10 Sekunden. Wie viel verbraucht das Ding? Wie lange... Ich sag mal so, den Crusher können wir natürlich extrem hochballern von der Geschwindigkeit. Halt viel zu schnell vielleicht teilweise. Wir bekommen halt andere Outputs mit. Ich will gerne die Erze sehen. Ja. Aus Eisen bekommen wir Gold, aus Gold bekommen wir Eisen, aus Kupfer bekommen wir Tin, aus Tin bekommen wir Kupfer. Okay. Aus Silber bekommen wir Blei, wahrscheinlich aus Blei Dingens dann. Wir bekommen immer ein Emerald, haben aber eine 20%ige Wahrscheinlichkeit auf 3 oder was? Gab's noch was anderes? Es gibt keine Upgrades, mit denen ich das hier irgendwie effizienter machen kann, ne? Das kann nur Thermal Expansion. Okay. Tja. Ich glaube, es würde sich nicht lohnen. Einfach nur aufgrund der Outputs, die ich bekomme. Weil ich habe hier immer noch eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, wo ich beim anderen eine 10%ige Wahrscheinlichkeit habe. Ich bekomme immer 2. Das habe ich auch beim anderen. Ich bekomme noch einen Cobblestone dazu, was jetzt nicht unbedingt das Problem ist. Ich verbrauche weniger F. Und ich könnte ja noch Upgrades reinballern. Wir könnten versuchen, mal Dark Steel Balls hier reinzuballern. Kann ich die importieren? Also reinballern? Ich glaube ja, ne? Weil dann könnte ich nämlich sagen... So. Ich hasse es.
Danke, jetzt habe ich es möglich. Okay, ich könnte hier unten... Jetzt muss ich auch husten, was ist denn jetzt los? Ich könnte hier unten einfach nochmal ein Interface machen, indem wir Dark Steelballs die ganze exportieren und die Dark Steelballs hier reinballern. Wenn das geht, könnte ich das machen. Ich meine, wir exportieren im Moment einfach nur von der Kiste hier. Das Ding da unten ist halt voll, das heißt, wir müssten irgendwo nicht in die Kiste rein. Das wäre halt das Problem. Ich muss an der Seite vorbei. Ich müsste hier dran kommen. Das könnten wir über das Interface. Nein, könnten wir nicht, weil da kommen die resultierenden Items wieder rein. Ich habe Angst, dass es dann, was weiß ich, nochmal irgendwie reinballert. Wir hätten hier unten halt das Interface. Das ist komplett voll. Okay, das Interface ist auch fast voll, genau. Na gut, das sind aber keine Input-Interface, ne? Die Interface stellen nur Dinge zur Verfügung. Das heißt, wir können es mit Storage Bus machen. Nee, können wir nicht, weil das Interface, was ich ja dann brauche für die Dark Steel Balls, braucht ja eine Crafting Card drin. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Ist wahrscheinlich einfach nur zu viel mehr Aufwand, als dass es sich lohnt. Holy shit. Ich wette, das ist noch nicht mal ein Bruchteil. Ja. Dann machen wir folgendes. Das Ding. Ach komm, wir machen noch ein paar davon. Nur 16? Achso, ich glaube, ich habe hier unten noch einen Rest drin, ne? So, ich mache mal eben einen Stack. Oder so viel wie ich kann. So. Crusher. Speed Upgrade. Achso, ich brauche F. Ja, Moment. Na, es juckt. So, mein Freund. Machen wir ein bisschen Kohle. Also was? Das ist so langsam. Ich hätte jetzt gedacht, das ist nahezu instant einfach durch, aber nö. War immer noch Ewigkeiten. Alle Träume zerstört. Jo, nur ne? Mein Didian verbraucht auch ihren Strom, 111 pro Tick. Na gut, lass mal so. Ich mache so ein bisschen Kohle hier oben schon mal weg. Also es ist sau viel eigentlich, was wir haben an Erzen noch jetzt übrig. Und ich möchte ungern das ganze Ding fertig machen, also praktisch jetzt anschließen schon an den wie ist das Ding? An die Quantum Query, weil wir im Moment noch so viel Erze jetzt übrig haben. Ich würde sagen, kommt dafür. Warum kommt kein Erz hier rein? Fragen über Fragen. Die wir ganz schnell eine Antwort finden werden. Weil hier eine Wasserflasche ist. Die drinne gehalten wurde aus Grund XY.
Kein Crafting Task, okay. Ich weiß nicht ganz warum, aber. Ich wollte mal gucken, haben wir Beetroot? Wir haben mittlerweile ein paar Beetroots, das wurde schon. Zellura Blocks haben wir noch einen übrig. Okay. Gut, dann funktioniert wenigstens das. Damit wir jetzt mal die ganzen Uranerzgeschichten da wegkriegen. Gut. Wie gesagt, das sind alles so Dinge, die mir jetzt erst nach und nach auffallen und die ich dann regeln muss. 900 Stacks haben wir schon. Holy shit. Komm, jetzt machen wir komplett voll. Ja. Läuft ganz gut, würde ich meinen. Haben wir Uran eigentlich? Oh, wir haben noch ein bisschen Platz für Uran. Ja, ich würde sagen, wir haben definitiv mehr, als wir brauchen. Holy shit. Ja. Einzige, was ich mich frage, warum haben wir so wenig Gunpowder? Warum ist hier unten... Der Draw mit Gunpowder abgeschlossen. Warum sind die Draw nicht mehr abgeschlossen? Oh nein. Ah, Hilfe. Muss ich auch noch niesen. Müssen wir das irgendjemand erklären? Hier oben auch. Moment. Das ist noch der kaputte Chunk gewesen, ne? Vielleicht waren die damals schon unabgeschlossen, aber ich hab's einfach nicht mitgekriegt. Shit. Ah, die haben auch nur ein Stack drin, ne? So. Weg. Okay, was hatten wir da jetzt? Auf der einen Seite, wir hatten auf jeden Fall Gunpowder. Gut, dass wir so ein Riesenlager da unten haben. Wovon haben wir noch extrem viel? Rotten Flash habe ich drinne. String habe ich drinne. Knochen habe ich drinne. Leder noch. Leder einmal. Eier. Okay. Egg. Die Upgrades sind halt weg. Die ganzen Upgrades sind auch weg. Ich pack die Eier jetzt mal hier rein. Okay. Upgrades. Das ist sehr strange, warum das immer wieder passiert. Also, beziehungsweise warum das hier im Chunk passiert ist. Ich habe jetzt die einmal hier rüber gepackt, nicht da oben hin. Ne? So. Wir brauchen nicht mehr als 2000 irgendwas Eier. Aber ich möchte gerne Gunpowder auf das Maximum bringen. So. Ja. Leder brauchen wir nicht das Maximum, aber auch ein bisschen was. Okay. Knochen bringe ich auch mal aufs Maximum noch mit hoch. So wie Rotten Flash. Und String. Jetzt werden wir die ganzen Mob-Drops so ein bisschen mehr sammeln. Ist trotzdem sehr faszinierend, warum das alles weg war. Also beziehungsweise warum es weggegangen ist. Das heißt nämlich, ich darf jetzt den ganzen Mist nochmal rausnehmen und wieder reinlegen. Das ist wunderbar. Ja, naja gut. Ich würde aber sagen... das war's dann für diese Folge. 19.200 irgendwas. Ach du Scheiße. Okay. Ja, ich mach das jetzt alles. Ich entleere praktisch unser System da unten mal ein bisschen. Und, ja.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann kann ich die Quantum Query mal anschließen und so weiter. Und dann wird das alles was. Bis dahin aber erstmal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Oh nein. Das wird ein Heidenspaß, sage ich euch. Das wird ein Heidenspaß, den ich noch haben werde. Das ist noch nicht mal. Das ist gerade mal die Hälfte. Aha. Okay. Tschüss. Auf Wiedersehen.